MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Black Ops 3 Beta. Diesmal spielen wir die Map Evac wieder auf Team Deathmatch. Es wird nicht viel anderes gespielt, um ehrlich zu sein. Die Map ist gar nicht schlecht. Überwachung ausgeschaltet. Prophet vernichtet. Man kann hier sehr viel von den neuen Spielmechaniken sozusagen eintesten, austesten. Prophet erledigt. Und seinen Spaß haben. Man sieht leider gerade kaum einen Gegner. Hier ist übrigens eine sehr, sehr coole Stelle zu sein. Man hat eine große, große Map-Übersicht und Map-Präsenz. Also wir haben vorhin zu zweit gespielt und da war das dann... Ja, extrem nice die Stelle, wenn man sich gegenseitig abdeckt. Prophet ausgeschaltet. Drohne bereit für Befehle. Da hat man nämlich dann... Die Sensoren erfassen das Ziel. Bereit zur Jagd. Das ein oder andere lustige Erlebnis gehabt. Drohnentreibstoffkontrolle abgeschlossen. Drohne zerstört. Meine Drohne wurde zerstört. Mein Gott, ich war vorhin extrem gut damit. Jetzt treffe ich nichts. Relativ lustig an dem Bogen, finde ich eigentlich, ist, wenn man einen direkten Treffer landet. Da die Gegner dann komplett zersplattern, was eigentlich untypisch für ein COD-Spiel ist. Weil COD eigentlich nie auf dieses extreme... Feature eingegangen ist, also man kann teilweise schon extrem gut die den Damage sehen, was so eine Granate machen kann. Auch Körperteile werden abgetrennt teilweise. Was wirklich untypisch für COD wirklich ist, also ist mal was anderes, das in einem COD-Teil zu sehen. Es ist kein Feature, wo man sagt, okay, das hatte ich jetzt gebraucht. Aber es ist auch kein Feature, wo man sagt, okay, dafür werde ich mir das Game jetzt nicht holen, weil es das beinhaltet. Aber es wird sicherlich irgendwo das ein oder andere Diskussionsthema sein, ob es nötig ist. Und die Frage ist, ob die Beta so durchkommt, nur, oder ob das auf dem deutschen Markt dann schlussendlich geschnitten wird. Shit. Dann kommt er doch darum. Drohne nähert sich. Wir sind hier wieder an meinem speziellen Fleckchen. Ne, kommt gar nicht hierher. Darf ich? Danke. Weiter vorrücken. Der Sieg. Jetzt probieren wir es nochmal mit dem Bogen. Vielleicht diesmal ein bisschen ruhiger das Ganze. Nur im Wasser gelandet. Danke. Das war zwar sehr ruhig geschossen gerade mit dem Bogen, aber wenigstens haben wir getroffen. Obwohl es wie gesagt komisch ist. Als ich nicht aufgenommen habe, habe ich jedes verdammte Ding davon getroffen. Ich bedanke mich allerdings fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.